Macht kehrt mit den Karren! Bonaparte wird diesen Weg nehmen! Was ihr nicht sagt. Unser Herr und Erlöser persönlich. Ja, ja, bloß nicht zu spät zur verflixten Oper kommen. Und der Krieg beginnt nicht vor dem fünften Akt. Napoleon Bonaparte, der künftige Kaiser von Frankreich. Doch heute geht er nur zur Oper. Der Einsatz von Kanonen auf den Straßen von Paris machte Napoleon berühmt. Feuer! Lang lebe der König! In großer Unterzahl stoppte er einen übermächtigen Vormarsch der Royalisten auf den Nationalkonvent. Auf eure Position! Daraufhin planten die überlebenden Royalisten einen Anschlag auf Napoleon. Das Kernstück des Mordkomplotts war eine improvisierte Sprengladung, die liebevoll die Höllenmaschine genannt wurde. Beschützt Napoleon vor den Royalisten. Zurück mit euch, sag ich! Alles klar. Napoleon darf nicht sterben und die Royalisten dürfen nicht an die Macht kommen. Fangt an, indem ihr die Scharfschützen entlang Napoleons Weg ausschaltet. Das ist natürlich so nicht geplant. Aua! Sollen die Kacke. Dass da eben noch einer stand, das war so nicht geplant. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Unity. Es hat heute mal wenigstens direkt geklappt, eine Koop-Mission zu starten. Wir übernehmen mal den auf der Seite noch. Nehmen auch über Eike auf den. Ja, du Bürger! Ich werde dich hin! Hallo! Und dann leg ich dich auf! Ja, komm mal hier hoch. Ist der irgendwo scharf abgebogen? Ja. Gut, der Idiot! Ich würde dich noch umbringen! Na, Mann, ey. Zum Teufel! Los, weg hier! Ich bin noch nicht so ganz in Form wieder. Aber ich brauche dringend Medizin. Anderes Zeug, denn ich bin derzeit ziemlich knapp bei Kasse. Und auch für die reinen Assassin's Creed Zuschauer wünsche ich euch natürlich noch einen, naja, nachträglich ein frohes Weihnachtsfest. Es ist zwar schon vorbei, aber kann man nicht immer was machen. Oh. Mein Kamerad ist gerade gestorben. Kann ich den irgendwie noch helfen? Hey! Muss ich erst rüberkommen und dir das Gesicht einschlagen? Schade. Ihr seid wohl nicht sanft dahin geschieden. Er haut ab! Beeilung! Ich ignoriere die einfach mal. Bonaparte würde heute in die Oper gehen. Mein Ziel, das könnte er sein. Noch mehr hohe Tiere, die Straße mit ihren Kutschen. So. Uiuiui. Jemand hat von der anderen Straßenseite auf die Bombe geschossen. Geht darüber und sucht nach Hinweisen. Ballert denn da schon wieder? Vor allem, wie ist unser Kollege so schnell hier rübergekommen?
müssen irgendwie hier rein, denke ich. Diese Wachen sind nicht ohne Befehl hier. Findet heraus, wer den Befehl gab. Gute Frage. Zur Hölle. Der sieht mich natürlich da unten einfach so. Ist ja logisch. Hey, Dietrich haben wir jetzt alle. Wie kommen wir hier unten rein? Da haben wir letztens erst noch das Attentat auf den einen Heini gemacht. Oh, hi. Irgendwie bin ich heute in einer schlechten Reaktion. Ich glaube, ich muss hier erstmal weg. Scheiße. Was ist denn los mit mir heute? Ich bin ja richtig schlecht. Ich bin ziemlich überhasst. Na, ich glaube... Unser Freund will ja nicht rechtzeitig ankommen. Von wo starte ich denn da jetzt? Von hier, okay. Das ist scheinbar die Operationsbasis der Royalisten. Sucht nach Hinweisen darüber, wer hinter dem Angriff steckt. Mich würde ja interessieren, wie unser Freund da reingekommen ist. Ich glaube, hier unten gab es ein Fenster. Bin auch da. Hier nicht. Sucht weiter. Ihr habt einen Ort. Wir müssen noch wissen, nach wem wir suchen. Scheint doch ein bisschen zu laggen, der Typ. Der hat mir gehört. So, wo sollen wir jetzt eigentlich hin? Informationen über den Plan Pesch beschaffen. Finden wir irgendwo in der Mitte. Okay. Heißt, hier drin rumzuhängen bringt gar nichts mehr. Müssen wieder raus.
da im Untergrund ist es so ein Punkt. Wie machen wir das am dümmsten? Denn? Bleib weg, wenn dir dein Leben lieb ist. Mich hängst du nicht ab, du Bastard. Was ist das denn? Der hängt ein bisschen fest, so wie es aussieht. Ist ein bisschen aggressiv, der Typ. Hier irgendwo muss besagtes Ziel sein. Ah, da. Dieser Kerl im Hof ist der, der die Höllenmaschine ausgelöst hat. Er hat bestimmt Hinweise bei sich, wer ihn bezahlt hat. Na gut. So kann man es auch machen. Von einer hiesigen Adresse. Geht dorthin und seht, was ihr finden könnt. Pass auf! Wenn du hier nochmal aufkreuzt, war's das mit dir! Warum weicht er eigentlich nie aus? Den Royalistenanführer töten, das ist jetzt noch unser Ziel. Ja, wir sind heute wieder nicht so diskret. Ich sehe schon. Wir haben keinen Halter. Ja, scheiße. Ich häng fest. Was ich machen könnte, ist. Wir hoffen, dass die ein paar Tränke dabei haben. Hallo. Geldbeutel, ja, das brauche ich alles nicht. Dass der aber mal alleine losgehen muss, der Typ. Wo ist er? Komm zurück! Ich schlag dir den Schädel ein!
Bürger, einen Moment! Oh oh. Wir sind ja schon am Ziel hier. Er ist natürlich wieder mittendrin. Wenn hier jemand noch diskreter ist, noch weniger diskret ist als ich, dann ist es der Kerl hier. Ich weiß nicht. Na, oh, was ist denn mit ihm wieder? Wo will er denn hier sterben? Deswegen. Na klasse. Wegen ihm verschwende ich wieder all meine. Junge. Hilfe. Mit jemandem zu spielen, mit dem man sich absprechen kann, ist natürlich um einiges besser. Der Karren ist bereit, worauf warten wir noch? Wir müssen verschwinden. Je länger wir warten, desto gefährlicher wird es. Moment. Wo bleibt er denn? Wir müssen aufbrechen gewesen. Macht denn er? Warum kämpft er denn mit? Ach, das. Nein! Mach dich hoch da! Abhauen, abhauen, abhauen. Jetzt übernimmt die Gendarmerie. Das war nicht meine beste Leistung hier. Dafür 6, 1 und 3. Ja. Okay. Ja, Leute, diese Koop-Mission haben wir erledigt. Jetzt nicht so ganz elegant, aber erledigt ist erledigt. Und darum geht es mir hauptsächlich, euch einfach mal alles zu zeigen, was zu zeigen geht. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der nächsten Hauptmission. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Und ja, wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.